Hey, ich bin Michael, Mitbegründer von Gitter Masterplan. Hi, willkommen in dieser Lektion. Vorab, die Sonne scheint ziemlich, deswegen, ja, ist unnötig, die Sonnenbrille zu drehen, aber ich habe sie auf, also sonst werde ich die ganze Zeit so schauen. Und das würde auch ziemlich blöd aussehen und ich könnte mich nicht so wirklich aufs Video konzentrieren. Da geht es um den Mehrwert, den du hier im Video bekommst. Deswegen, ja, sorry dafür, aber deswegen die Sonnenbrille. So, und was geht es hier in diesem Video? Und zwar geht es mal um drei Tipps, wie du effektiver üben kannst. Sind vielleicht die ein oder anderen relativ simplen Tipps mit dabei, die du auch schon weißt, aber du weißt ja, das Wichtigste ist nicht nur, es zu wissen, sondern auch es anzuwenden. Und da ist es natürlich umso besser, wenn man immer wieder mal auch an Dinge, die man vielleicht schon kennt, aber einfach nicht mehr macht, erinnert wird. Deswegen nimmst du das vielleicht als Erinnerung und für jeden, der es noch nicht kennt, umso besser, dann hast du jetzt hier nochmal drei Tipps, wie du effektiv üben kannst. So, Tipp 1 ist schon mal, habe einen Übungsplan. Ist ein relativ basic Tipp. Ist genauso, wenn du ins Fitnessstudio gehst oder wenn du irgendwas machen möchtest, hab einen Plan parat, damit du überhaupt erstmal einen Plan hast. Ja, das ist ja gedacht. Du willst ja irgendein Ziel erreichen und das sollst du nicht so erreichen, indem du einfach planlos irgendwo in der Weltgeschichte draußen herumgehst, jetzt metaphorisch gesagt, sondern indem du dir vorher einen Plan machst, du weißt, du bist hier, du bist bei A und du willst zu B. Das ist wesentlich effektiver, wenn du von Düsseldorf nach Berlin fahren möchtest oder wo auch immer du hinreisen möchtest, zum Beispiel hier an solche geilen Strände. Dann hast du ja auch irgendwo ein Ziel vor Augen und dann suchst du ja auch heraus, okay, was ist die schnellste Route dahin? Sprich, was ist der schnellste Weg, um eben so E-Gitarre zu spielen, wie du es können möchtest? Und dazu machst du dir vorab einen Plan und beim E-Gitarre lernen ist es dann eben ja, der Übungsplan. Den solltest du erben, das ist schon mal der Tipp 1. Ich hoffe übrigens, der Wind hier, das passt soweit, ist eigentlich nicht ganz so windig, aber wenn nicht, dann mach ich den Sound noch mal ein bisschen so, dass es passt. Aber an der Stelle, sorry, wenn es vom Wind her etwas hier und da etwas rauscht. So, dann der Tipp 2. Und zwar habe deine Sachen oder die Übungen, die du üben möchtest, habe die parat liegen. Und zwar organisiert, also sprich strukturiert, als auch schnell parat liegen haben. Mal verglichen mit einem Klempner. Du bestellst einen Klempner, Heizung ist kaputt, im Winter ist arschkalt, du frierst dir den Arsch ab, auf gut Deutsch gesagt. Wenn der Klempner kommt und er macht die Autotür auf und hat seine Werkzeugkiste dabei, dann macht er die auf und weiß genau, er hat seine Werkzeuge dabei und er braucht das und das, braucht diesen, keine Ahnung, Schraubenschlüssel, um deine Heizung zu reparieren und fertig aus Mickey Mouse, okay? Wenn er jetzt zu dir kommt und der muss jetzt noch seine 7 Sachen zusammensuchen, hat vielleicht eine halbvolle Werkzeugkiste, wo das eine oder andere fehlt, muss vielleicht auch nochmal in die Werkstatt fahren, überhaupt was so. Also ist quasi vollkommen unstrukturiert, hat seine Werkzeuge nicht mit dabei, ja? Dann wärst du wahrscheinlich auch ziemlich angepisst und das macht einfach keinen professionellen Eindruck und du kommst einfach nicht großartig weiter, ja? Weil du brauchst einfach, du vergeudest so viel Zeit mit den Sachen zusammensuchen, anstatt die Sachen einfach zu üben, anzuwenden und eben auch einfach ja, zu üben, um Gitarre zu spielen. Ja? Also das ist schon mal Tipp 2. Mach dir am besten einen Ordner mit allen Übungen, druck sie aus oder je nachdem, wo du sie hast oder wenn du dann vor dem PC bist, mach dir dann einen Ordner auf deinem Computer, wo du alle Übungen ablegst, wo du die dann zum Beispiel in unseren Kursen bist, dann runtergeladen hast, wo du die schön strukturiert hast und schnell drauf zugreifen kannst. Okay, das ist schon mal sehr, sehr wichtig, um einfach effektiv zu üben und effektiver Fortschritt zu machen auf der Gitarre. Und dann noch der letzte Tipp, Tipp 3, so rum, und zwar das ist Messe. Also sprich, zum Beispiel Geschwindigkeit ist ein super Thema, was du, eine super Sache, die du messen kannst, wo du auch siehst, dass du wirklich Fortschritt machst. Das heißt, messe deinen Fortschritt, sodass du heute zum Beispiel, wenn jetzt heute der 1. September ist, dann weißt du, am 1. Oktober kannst du schauen, okay, heute kannst du die Übung zum Beispiel auf 60 Beats per Minute spielen und am 1. Oktober kannst du vielleicht auch dann 75 Beats per Minute spielen, ja, dann sauber. Dann hast du ein Ergebnis, was du messen kannst, ein Resultat, wo du siehst, ah, okay, du machst Fortschritt, du bist quasi von hier von 60 auf 75 hoch. Das ist perfekt, ja. Und genauso kannst du auch machen bei Dingen, wo man jetzt vielleicht sagt, das lässt sich nicht messen, ja. Kannst du aber trotzdem machen, indem du dir zum Beispiel jeden Monat einmal einen Tag nimmst, am besten vielleicht einen Samstag, Sonntag, irgendwie zum Wochenende, wo du dein eigenes Spiel aufnimmst. Zum Beispiel beim Improvisieren geht das mega geil. Dass du zum Beispiel einfach dir ein paar Backing-Tracks hernimmst, am besten dann immer dieselben, ja, sonst hast du jetzt keinen, sag ich mal, vergleichbaren Referenzrahmen, sag ich mal, dass du dir einfach dann einen Tag hernimmst, wo du dich einfach mal 1-2 Stunden hinsetzt und du machst ein paar Aufnahmen von dir und diese hörst du dir dann Monat für Monat an. Das kannst du zum Beispiel auch mit Riffs machen, das kannst du auch mit Songs machen, wo du hinterher wirklich eine Aufnahme hast, quasi wie ein Tagebuch, wo du immer wieder dir das Ganze anhören kannst, von Zeit zu Zeit, wo du auch wirklich dann feststellen kannst, mache ich Resultate, mache ich keine oder bleibe ich irgendwie stehen, ja? Und das sind die drei Tipps, ich fasse nochmal zusammen. Oh, jetzt geht es ja ein bisschen los mit der Wind. Und zwar Tipp 1, habe einen Übungsplan. Tipp 2,
habe die Übungen parat liegen, zwar strukturiert und schnell. Und Tipp 3 ist der, messe deine Resultate, indem du zum Beispiel die Geschwindigkeit dir aufschreibst, ja, und nimm dir einen Tag im Monat setzt, wo du verschiedene Sachen aufnimmst, Improvisationen, Riffs und so weiter und so fort, und dadurch dann einfach messen kannst, wie dein Fortschritt ist, okay? Ich hoffe, diese Tipps haben dir gefallen und helfen dir weiter. Wenn ja, dann gib der Lektion einen Daumen nach oben, abonniere auch unseren Kanal. Und wenn du übrigens E-Gitarrenanfänger bist, dann schau mal unten in die Videobeschreibung. Da ist ein Link für unsere kostenlose 10-teilige Video-Training-Serie, speziell für E-Gitarren-Einsteiger. Da lernst du den ersten Song, wie du improvisierst, wie du Skalen spielst und so weiter und so fort. Ist eine richtig geile Sache, haben wir schon richtig cooles Feedback erhalten. Der Link ist, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ist auch alles kostenlos, ist also eine super Sache. Und dann wünsche ich dir noch mega, mega viel Spaß beim E-Gitarre lernen. Wir sehen uns in der nächsten Lektion. Bis dahin, rock on!